Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zum Kommentar am Mittwoch. Ja, nach dem Ibiza-Gate kommt jetzt das Rezo-Gate. Ihr fragt euch, was ist denn jetzt los nur in Europa? In Europa ist Folgendes los. Erst hat in Österreich das Ibiza-Gate die Demokratie zerstört. Ein Video, was erschienen ist, welches Strache und Gudenhahn zeigt, wie sie gegen die Gesetze verstoßen, ganz klar gegen auch ihre Ämter verstoßen und zurücktreten mussten und die FPÖ in den Abgrund rissen. Ja, da konnte Sebastian Kurz nur so reagieren und schon war alles dahin. Die schöne Demokratie, die schönen Bürger, die alles gewählt hatten, standen nun vor dem Scherbenhaufen. Von einem Scherbenhaufen einer Demokratie ausgelöst, von einem Video. Und dasselbe sollte sich nun in Deutschland abspielen, allerdings fehlte da das Ibiza-Gate, also hat man sich etwas anderes ausgedacht. Die Lobbyisten haben sich hingesetzt und haben gesagt, na, wie wäre es denn, wenn wir jetzt ein Jugendvideo drehen, in dem wir à la Greta Thunberg, unserer heiligen Klima, heiligen etwas machen. Und ja, das haben sie auch hingekriegt mit Rezo, der die CDU zerstört hat. Die Grundfesten der Demokratie haben gewackelt. Und wie Europa ja gezeigt hat, haben sie gesiegt. Gewählt wurden die Grünen mit einer überwältigenden Mehrheit. Jene Partei, die, von der wir alle wissen, so viel vom Klima hält und so viel fürs Klima tut. Ja, die Sprüche der Grünen, die sind immer wunderbar. Waren sie doch auch schon unter Gerhard Schröder so eine richtig tolle Partei. War nicht Joschka Fischer auch bei den Grünen der Turnschuhe-Aspirant, der seine Turnschuhe trug und seine Meinung in den Bundestag? Kritisch, offen, real. Ein Mann, eine Meinung. Ja, da waren wir doch alle begeistert. Doch wie schnell hat er sich die Armani-Anzüge angezogen, als er plötzlich Außenminister wurde und als sie an der Regierung waren. Wunderbar, schneller als sich Windräder drehen. Das sind die Grünen. Und wer jetzt wirklich glaubt, dass denen Menschen, Ökologie oder irgendetwas anderes als ihre eigenen Geldbeutel bedeuten, tja, dann könnt ihr nur einem leid tun. Was sagt die CDU zu dem Ganzen? Ja, die Annegret hat das nicht so gefreut. Also unser Annegretchen Kramp-Karrenbauer AKK, die fand das nicht so lustig, dass die CDU Stimmen verloren hat. Zwar kam sie nicht auf die Idee zu fragen, warum die CDU Stimmen verloren hat. Das war ihr auch einerlei. Sie kam zu dem Trugschluss, dass es schuld war, dass das Internet ganz einfach zu offen ist und jeder seine Meinung vertreten kann. Und das kann doch nicht sein. Wozu hat man denn schließlich ein Grundgesetz, wo ganz klar drin steht, dass nicht jeder seine Meinung vertragen und überhaupt jeder seine Meinung sagen darf? Ne? Wissen wir doch alle hier in Artikel, wo war es denn gleich? Artikel 5 war das doch, wenn ich noch richtig weiß. Ja, Artikel 5. Oh, da steht ja Meinungs- und Pressefreiheit, Freiheit der Kunst und der Wissenschaft. Ich dachte, das wäre jetzt Zensur. Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Okay, hat die CDU da vielleicht etwas falsch gelesen? Ich meine, klar, das Grundgesetz ist ja gerade mal eingeführt worden. Oh, 1948. Ich glaube, da hat die CDU wirklich was verlesen. Naja, ist ja keine Verfassung, ist ja auch nur ein Grundgesetz. Da kann man schon mal anderer Meinung sein. Denn zu einer Verfassung hat es ja in Deutschland nie gereicht. Ja, liebe Annegret Kramp-Karrenbauer, das ist nun mal die Krux an Deutschland. Wenn man Kapitalismus will, dann muss man auch damit leben. Das ist ja die Wirtschaftsform, die ihr so propagiert und unterstützt habt, zusammen
mit den Altliberalen, die sich immer wieder Neoliberalen schimpfen. PS, die Neoliberalen waren in den 70er Jahren die Sozialliberalen. Das war nämlich etwas ganz Neues, also Neo für die FDP. Die jetzigen Liberalen, das sind die Liberalen in den 20er Jahren, die Altkapitalisten, die allen Ernstes noch glauben, dass der Markt Selbstheilungskräfte besitzt. Liebe Freunde, selbst der große Guru John Maynard Keynes, ein Vertreter des Kapitalismus, hat eingesehen, dass es staatliche Kräfte braucht, um überhaupt irgendwelche Kräfte loszueisen und der Markt nicht über die Invisible Hand eines Adam Smith verfügt. Tja, wie gesagt, liebe Annegret Kramp-Karrenbauer, die Zeit, die kann man jetzt nicht mehr zurückdrehen, hat doch Helmut Kohl so wunderbar verpennt, das deutsche Volk zu einer Verfassung aufzurufen. Ja, genauso wie er den Glasfaserausbau verpennt hat. Der Kohl, aber eins hat er nicht verpennt, das waren die Spenden, die er eingesammelt hat für die CDU. Das hat er nicht verpennt. Clever der Mann, clever der Mann. Und wie er nicht am Spendenskandal gescheitert ist, so dümpelt die CDU weiter auf ihrer Kapitalismuswelle und wundert sich, dass all die Lobbyisten, die sie unterstützt haben, jetzt plötzlich das Fähnchen in den Wind gehängt haben und die andere Seite unterstützen. Warum denn wohl nur? Ja, liebe CDU, dazu müsste man wissen, was Ökonomie eigentlich ist. Das ist nämlich Menschenwerk und das ist nämlich etwas, was auch der liebe Rezo nicht weiß, der ja dieses wunderbare Trollvideo gemacht hat. Dieses, ja, wie soll man auch sagen, dieses Lobbyistenvideo. Ja, liebe CDU, liebe Annegret Kramp-Karrenbauer, weder der Rezo noch du haben eine Ahnung von der Ökonomie. Und was die Physik angeht, naja, auch da ist die Ahnung von Rezo, wie er ja selbst zugibt, nicht gerade sehr groß. Ohmsches Gesetz hin oder her. Schließlich weiß man ganz genau, dass Strom aus der Steckdose kommt. Wunderbar. Nur wie er da reinkommt, das ist ein Rätsel, das wir alle nicht klären können. Schon gar nicht Rezo. Und in diesem Sinne hat sich dann die Annegret so richtig verfahren. Dem Axel Voss-like will sie das Internet jetzt zu einer Burg machen, einer Burg der aufrechten Meinung, in der nur Leute, die ihr genehm sind, ihre Meinung vertreten dürfen. Wenn das keine Zensur ist, dann weiß ich's auch nicht. Und dieses Zensurgehabe hat doch schon unter Axel Voss so richtig ausgeschlagen und so richtig viele Leute auf die Palme gebracht. Aber hey, die waren halt alle Bots, wie ich ja auch. Oder wir waren halt von einer fremden Macht bezahlt. Vielleicht steckt ja wirklich der Nordkoreaner dahinter, wie ja einige CDU-Politiker vermutet haben. Dumm gelaufen nur, dass weder ein Nord- noch ein Südkoreaner dahinter steckte, sondern einzig und allein George Soros. Und der hat uns nicht dafür bezahlt. Der liebe Georgie, der bezahlt jetzt lieber jede, die ihr Mäntelchen so ganz schnell in die andere Richtung gestellt haben, hat er doch als Hedgefondsmanager herausgefunden, dass richtiges Geld in den erneuerbaren Energien steckt. Geld, was man aus anderer Stelle rausziehen muss. Steuergeld. Das ist das Wichtige. Wenn wir jetzt schnell auf den bösen CO2-Zug aufspringen, dieses CO2-Gewitter, was über unseren Köpfen schwebt, diese Klimakatastrophe, die wir nur entgehen können, wenn wir jetzt ganz schnell uns das grüne Mäntelchen überwerfen und ei, 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 keine Hexerei, ganz wunderbar mit Sonnen- und Windenergie aus dem Klimadesaster entschweben. Was wir dann anderes machen? Tja, sehr viel nicht. Nur eben, dass George Soros eine Menge Geld kriegt. Denn er hat ja in diese Energien investiert. Und auch in den Klimawandel hat er wunderbar investiert. Also was da rauskommt, das bringt ihm dann richtig Geld. Ja, liebe Leute, habt ihr denn gedacht,
das ist wirklich ein Philanthrop. Dem liegt ihr am Herzen. Ja, dann wäre er doch kein Hedgefondsmanager geworden, sondern vielleicht Arzt oder Heilige, so wie unsere Greta, die ja weiter über den Wassern schwebt und das Klimaende besingt. Und was macht die Wissenschaft, die ja angeblich neutral und objektiv und wissenschaftlich sein soll? Die ist zum Glaubensbekenntnis verkommen. Und einem Glaubensbekenntnis gleich wird das Klima sich so entwickeln, wie wir alle glauben zu wissen. Tja, und wer länger glaubt, der hat dann recht. Das, lieber Rezo, das nennt man Fanatismus und Religion. Und das hat so gar nichts mit Wissenschaft zu tun. Aber hey, die Wahrheit ist doch allen eh egal. Es geht ja auch nicht um die Wahrheit. Es geht doch nicht darum, dass die Schere zwischen Arm und Reich noch weiter aufgehen würde, wenn wir in erneuerbare Energien investieren. Denn diese Energien würden ja alles verteuern. Nein, nein, das hat Rezo ja auch gesagt. Nein, das wird nicht verteuert. Das bleibt alles gleich in der kleinen, lieben Rezo-Welt. In einer Welt, wo er vorher ja gesagt hat, also von Ökonomie halte ich ja nichts. Das mache ich lieber so im kleinen, beschaulichen Kreis. Ja, aber gleichzeitig sollen wir dir glauben. Und das ist ja das Wichtige. Man muss ja den Leuten glauben, dass das genauso kommt, wie sie es sagen. Und deswegen müsst ihr auch jedem Wahrsager glauben, der euch die Karten legt oder in eine Kugel schaut oder euch erzählen will, wie euer Leben in 20 Jahren aussieht. Und wenn das so alles nicht klappt, dann seid ihr selber schuld, weil ihr nicht dran geglaubt habt. Und so schweben wir auf der klimatologischen Esoterikwelle weiter in den Untergrund. Und wenn wir dann am Abgrund stehen und drüber springen über diese Klippe und uns zum ersten Mal bewusst wird, dass wir morgen uns den Strom nicht mehr leisten können, um überhaupt den Kühlschrank oder den Herd betreiben zu können, ja, spätestens dann wird uns klar, wie wir wieder mal verarscht worden sind. Weder von der CDU noch von der SPD, sondern von der gesamten Parteiendiktatur. Verarscht worden sind von den Parteien und den Lobbyisten. Und das ist ja das Schöne im Kapitalismus. Da wird der Bürger verarscht und er darf noch dafür zahlen. Wissen wir doch. Aus der Bankenkrise. Da haben wir doch eigentlich diese Lehre alle gezogen. Wir wurden verarscht und durften bezahlen. Sind wir denn jetzt immer noch nicht aufgewacht? Ich glaube schon. In diesem Sinne also, ihr Lieben, alles geht weiter. Wie heißt es so schön? Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Macht's gut.